Ich erzähle heute so ein bisschen was zum Thema Gentoo. Gentoo ist so eine Linux-Distribution. Das ist so eine Linux-Distribution, die SaaS-basiert ist. Und ich habe damit vor einem Jahr angefangen, ja eigentlich vor anderthalb Jahren. Es hat dann nur so ein halbes Jahr gedauert, bis ich ein funktionierendes Setup hatte. Und wollte jetzt halt ein bisschen was drüber erzählen. Genau, davon, von diesen SaaS-basierten Distros gibt es mehrere. Es gibt noch so Slackware. Das ist ähnlich wie Gentoo, aber auf den Unterschied komme ich dann später noch zu sprechen. Und es gibt noch Linux from Scratch. Das kennen vielleicht auch einige Leute. Da hat man dann so eine Liste an Sachen, die man sich runterlädt und dann kompiliert man sich einen eigenen Kernel, kompiliert sich so die Standard-Tools und kann dann loslegen. Gentoo ist da ein bisschen einfacher. Jetzt nicht mehr fokussiert drin. Ah, okay. Wie macht das? Ah, da. Dann kann ich vielleicht das. Da hängen immer links und rechts. Ah, awesome. Ja, genau. So das erste Release von Gentoo, so von dem Set, wie es jetzt gerade auch bei Bedrock Linux passiert, kam so 2002. Und das System, wie man so Updates macht, ist nicht release-basiert, sondern rolling release. Das heißt, man macht einfach so Updates und es gibt kein Release, wo man sagt, okay, es gibt jetzt zum Beispiel seit Debian, Jesse, was dann aktuell stable ist. Die Installation ist so ein bisschen anders als bei so einem Debian oder Ubuntu. Es ist ähnlich wie bei Arch. Man macht halt ein Live-System und kopiert sich so Dateien zurecht, kompiliert sich Kram zusammen und installiert sich einen Bootloader, wo man dann nach einem Neustart einfach ins System reinbootet. Genau, dann wollten wir da mal schauen. Es gibt da. Okay. Ah. Die Distro hat so eine Webseite. Es gibt verschiedene Stufen, denen man das System aufsetzt. Stage 1 ist, man baut sich so die Standard-Tools, das was so in Busybox reinkommt, also LS und so weiter. Stage 2 weiß ich nicht, Stage 3 ist schon so ein relativ komplettes System, wo man dann eine Shell hat und sogar Python jetzt bei dem Fall. Genau, inzwischen wird nur noch Stage 3 angeboten, aber wenn man will, kann man sich auch in Stage 1 machen, indem man einfach eine Datei ausführt, die in diesem Stage 3 Archiv drin ist. Das ist einfach so. Ja. Ich glaube, mir ist noch nicht ganz klar, was diese Stages sind. Okay, das sind halt Stufen von deiner Installation. Du hast quasi zuerst fängst du an, zuerst hast du nichts. Dann willst du so eine Shell haben und so die Standard-Tools haben, mit denen du dich zurechtfinden kannst. Kennst du Busybox? Genau, so die Tools, die in Busybox drin sind, möchte ich zuerst haben, um arbeiten zu können. Das ist Stage 1. Das ist Stage 1. Stage 2, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe das nie gemacht von Stage 1. Stage 3 ist halt, dass du weitere Interpreter hast. Du hast dann manchmal einen Curl-Interpreter. Also, ich weiß nicht, ob man hier einen Curl-Interpreter hat, aber man hat auf jeden Fall einen Python-Interpreter. Man hat die Paketverwaltung schon drin. Das Init-System hat man drin. Zumindest die Dateien davon.
so ist das Bild, was ich mir irgendwie geschaffen habe. Genau, wie gesagt, Gentoo bietet zwar eine Möglichkeit an, von einer eigenen Live-CD zu starten, da ist dann ein Tool, was man während der Installation gebrauchen könnte, dabei, aber Grimmel ist so viel angenehmer zu nutzen. Ich hatte auf diesem Rechner das Problem, dass ich einige Treiber nicht hatte, die ich gebraucht habe. Ich weiß nicht, gar nicht mehr wofür. Ich glaube, für die Netzwerkkarte, die Treiber waren nicht dabei. Dem Gentoo-eigenen Live-System. Genau, es gibt das wunderbare Gentoo-Handbuch zur Installation. Das ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene ziemlich sinnvoll. Da wird dann einfach Schritt für Schritt beschrieben, wie man sich sein System zurecht macht. Erstmal sieht man hier, dass es verschiedene Arten von diesen Handbuch gibt, für verschiedene Architekturen. Für die meisten wäre das halt hier AMD 64, halt für 64-Bit. Und vom Inhaltsverzeichnis, ich glaube, es ist gerade lesbar. Am Anfang fängt man halt an mit so ein bisschen Infos drumherum, dann wie man in so ein Live-System bootet, wie man das Netzwerk konfiguriert und wie man in diesem Live-System ein Netzwerk-Setup bekommt. Also im Grimmel ist es halt, man geht ins Grimmel-Menü und sagt, ich will ein Netzwerk mit WLAN und allem machen. Und das wird da beschrieben, nur für die Gentoo Live-CD. Dann wie man partitioniert, wie man die Stage-3-Archiv, von dem ich vorhin gesprochen habe, entpackt in den neuen Partitionen, die man sich erstellt und formatiert hat. So ein paar Einstellungen muss man dann in der Paketverwaltung machen, wenn man bestimmte Dinge haben will, am Init-System auch, und dann kompiliert man sich den Kernel. Am Ende kann man dann endlich rein in das hoffentlich fertige System für einen Kernel, hoffentlich nicht panik. Das ist im Prinzip das Handbuch, kann ich sehr empfehlen. Vieles lässt sich auch übertragen von Arch bis auf die Sachen mit dem Init-System und der Paketverwaltung. Es geht, am Anfang dauert es halt super ewig, bis man den ganzen Prozess durch hat, sich so die sinnvollen Tools gebaut hat. Ich kann es nicht wirklich einschätzen, wie lange es bei mir das erste Mal gedauert hat, weil ich oft abbrechen musste. Mit so ein bisschen Übung geht es dann schneller. Dann fängt man an, startet am Anfang die ersten Compile-Vorgänge und fängt dann erst an, die ganzen Netzwerk-Config zu machen, das Init-System zu konfigurieren und so weiter. Und bis dann die ersten kompilierten Sachen fertig sind, kann man dann die nächsten stoppen. Das ist ganz angenehm. Und so nach etwas Übung geht es in 2 Stunden. Vielleicht habe ich meinen Server innerhalb von 1,5 Stunden eingestellt. Ja, 1,5 Stunden. Die Distribution unterstützt praktisch alles. Aber es gibt halt so Standardblöcke, die man meistens installiert, die auch in diesem Stage-3-Archiv drin sind. Das ist insbesondere das Init-System und die Paketverwaltung. Die Paketverwaltung ist ein bisschen speziell. Unter Debian gibt es apt und apt ist halt so eine Implementierung. Und ja, unter Gentoo ist die Paketverwaltung Portage und das ist eine Spec. Stable. Es gibt so Portage als Implementierung auch, aber es gibt auch andere Implementierungen, weil Leute gesagt haben, ja, Portage hält sich da und da nicht an die Spec, wir machen das bitte ein bisschen anders. Ich habe den anderen Kram nicht ausprobiert, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Es ist halt immer noch so ein GNU. Also man findet sich auf der Kommandozeile zurecht, wenn man das mal auf einem anderen System gemacht hat. Also genauso ist so ein Standard, dass man Linux nutzt als Kernel, aber das muss man nicht. Gentoo kann man auch super auf dem BSD installieren, tun Leute auch produktiv,
Was es tatsächlich auch gibt, ist, dass Leute versucht haben, Gentoo unter Linux zum Laufen zu bekommen. Das funktioniert überraschend gut, habe ich gelesen. Es geht, man muss dann nur unter Windows so ein X-Server-Programm haben, dann kann man auch X-Applikationen laufen lassen und hat dann eine sinnvolle Paketverwaltung zu schicken. Das ist ganz witzig. Ja, kommen wir zu Portage. Ich schaue mal, ob ich hier vielleicht meine Slides sehen kann. Wie das ganz gut. Ja, das Problem. Dieses Speaker, wie meinst du? So, wie mache ich die? Ich weiß gar nicht, welche Taste. Ich glaube S oder so. S? Awesome. Genau, jetzt nimmst du das auf den, da wo du gerade bist. Ja, das weiß ich nicht, wie das geht. Was willst du denn machen? Ich will hier meine Slides sehen. Egal. Escape, wenn du. Alt 9 und nochmal und nochmal. Ah ja, das ist viel besser. Das ist geil. Und ein bisschen broken, sorry for that. Oh. Ah, nee, es ist perfekt, aber jetzt ist mein Bild zu so klein auf meinem Bildschirm. Egal. Ich zeige nochmal hier hin. Das sind die CPU-Flags, die man anmacht für einen Compiler. Das sind die Optionen für wie viele Threads der aufmachen soll. Und irgendwo sagt man auch, dass das GCC ist. Das sind eigentlich alles Sachen, die der Compiler wissen sollte über die CPU. Ja, du wirst es vielleicht einstellen können. Es ist nur, wenn du cross-compilest, dann würden diese Sachen irgendwie Sinn machen. Ich habe keine Ahnung, wieso es das gibt. Mir wurde irgendwann mal, also die Paketverwaltung hat mir gesagt, hey, wir haben Dinge geändert, ja, ab jetzt müsst ihr eure Optionen irgendwie selber setzen und hier ist so ein Python-Ding, was euch die Optionen rausfindet. Genau. Nein, das war nicht, dass man es, man konnte es auch davor einstellen und davor war das einfach anders. Ich habe mir gemerkt, wenn ich ein Gentoo aufsetze, gibt es da so ein Tool, was mir diese magische Zeit hier erzeugt und dann läuft die Software schneller. Operation und Lachen. Warum nützt das Antifehler, wenn das doch schneller läuft? Also ich habe keine Ahnung, es gibt vielleicht Optimierungen, die irgendwie anders sein sollen. Zum Beispiel gibst du ja auch den Grad der Optimierung an. Dieses O2 ist einfach für GCC, Clang, wenn man Clang nutzt, so eine Option, wie stark er optimieren soll. Es gibt auch minus O3, dann gehen anscheinend Dinge kaputt. Ja. Keine Ahnung, weil du mehr nicht mehr genau sagen musst. Ich weiß es nicht. Man kann auch Clang nutzen. Ich habe mich da eingelesen. Sie,
haben das Problem, dass manche Pakete noch nicht kompliziert mit Clang. Deswegen habe ich mich bisher noch nicht getraut, das zu machen. Okay, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil. Hier ist diese Zeile. Hier steht Use. Portage hat sogenannte UseFlags. UseFlags, also man kann ein Paket installieren, das machen wir jetzt mal, zum Beispiel machen wir jetzt Chromium. Chromium hat ganz, ganz viele Flags. Da kann man Optionen einstellen, die in das Programm reinkompiliert werden sollen. Zum Beispiel will man vielleicht nicht unbedingt, dass der Media Player jetzt DVDs wiedergeben kann, weil man kein DVD-Laufwerk hat. Das braucht man nicht. Oder wenn man einen Server hat, ein valides Beispiel, ich habe zu Hause einen Media-Server, da läuft ein Gentoo drauf, und damit ich nicht die ganzen X-Abhängigkeiten mit installieren muss, habe ich einfach die X-Option rausmachen können. Und ja, deswegen kann ich da einfach so einen Details wiedergeben. Hier seht ihr mal so einen Ausschnitt für Chromium. Ja, das sind alle, das ist mit Verbos. Cups, Google Hangouts, Kernbus-Authentifizierung. Seht ihr das? Ja, das hat nichts. Oh, fuck. Kannst du es probieren, einen kleiner zu machen, vielleicht ist es dann besser. Orange Blond. Alt 0. Alt 0. Viel besser. Ja, auf jeden Fall. Egal, mach weiter. Da wird ein T-Max über ein SSH geschubst, als ob da nicht irgendwo irgendwas gibt. Ja, beispielsweise gibt es auch. Jetzt kann ich Dinge nicht mehr markieren. Was ist los? Da kann ich nichts tun. Ah, jetzt geht's. Das ist so gut. Wenn ich einfach alles, dann kann man es auch lesen. Nur vielleicht. Ja, es gibt hier Gnome-Integration, die brauche ich nicht. Sollte ich hier eins von diesen Gnome-Sachen anmachen, dann wird mir halt Gnome einfach mitgezogen von Abhängigkeiten her. Weil zu jedem Use-Flag halt so ein, das ist ein Zweig von diesem Graphen. Das ist ziemlich geil. Hier sieht man auch so Optionen, die in Klammern drin sind. Das sind Optionen, die nicht stabil sind. Wenn man die nutzen will, dann muss man in einer Datei sagen, ja, ich möchte diese Funktion tatsächlich auch nutzen. Unten seht ihr dann noch so ein paar Sprachen hier. Das ist aber egal, das stellt man einmal in der make.com, die wir vorhin hatten, ein. Ja. So, diese UseFlags kann man für jedes Paket einzeln setzen. Da gibt es so ein Directory, wo man einfach Sachen reinschreiben kann, wie zum Beispiel hier für MPV, was habe ich denn für MPV drin? MPV wollte ich, dass er jetzt Blu-Rays auch wiedergeben kann, weil ich irgendwie so Blu-Ray-Images hatte, die ich mal wiedergeben wollte. Das kann man da machen, also per pro Paket permanent. Man kann das auch in der Kommandozeile machen, da kann man einfach eine Variable anpassen, eine Environment-Variable. Und man kann das global machen, Mac.com. Zum Beispiel habe ich hier den Network Manager, den will ich halt nutzen, und dann können sich Pakete darauf einstellen, dass es diesen Network Manager gibt, und machen ihre Anpassungen dafür. Ich möchte bitte keine Binärpakete haben, weil ich keine Binärpakete haben wollte, weil ich da noch nicht war. Entsprechend auch größer, aber man sieht einfach, wie das ist. Hier hinten sieht man auch diese MX und so. Das sind Compiler-Optionen das sind Use-Flags für Dinge, die sie dann geändert haben in diese magische Zeile, die wir vorhin hatten. Okay, das wird gerade interessant. Dann machen wir weiter mit der Validation. Manchmal regt man sich darüber auf, dass das Kompilieren von Software etwas zu lang dauert. Da gibt es Lösungen für, beispielsweise kann man das auf einem Cluster laufen lassen, dafür gibt es Integration in der Paketverwaltung. Da trägt man einfach ein, welche Server da als Knoten da stehen, und dann wird es einfach darüber kompiliert. Cool. Dann kommen wir dazu, wie das wieder aussehen. Pakete finden wir unter einem
Sachen, beispielsweise diese Dependencies stehen da drin. Es gibt noch R-Depends, das heißt, das sind Build-Dependencies. Die gibt es ja nicht, weil Compiler, C-Compiler braucht man immer. Und Leute haben es nicht für sinnvoll gefunden, da noch in den C-Compiler reinzuschreiben. Man sagt so eine API-Version noch, was das ist. So ein bisschen Meta-Informationen zum Paket, die Homepage jetzt in diesem Fall. UseFlex, und da unten wird dann auch gezeigt, wie UseFlex mit entsprechenden Dependencies aussehen und wo der Quellcode liegt, das Archiv für Quellcode. Dieses Archiv wird halt runtergeladen, es gibt noch Checksummen, die man dann erzeugt, die findet man in so einem Manifest. Die wird dann automatisch generiert. Einfach, das ist halt so ein Sicherheitsmechanismus, dass man nicht einfach beliebigen Quellcode einstellen kann. Meistens sind diese Links auch GitHub-Links. GitHub hat da eine Möglichkeit, wenn man eine bestimmte Endung an URL dranhängt, dann kommt da so ein entsprechendes Archiv raus, was die Paketverwaltung nutzen kann. Genau, das sind im Prinzip Pakete. Was interessant ist, was man noch erwähnen könnte, ist so, Debian-basierte Systeme haben halt apt und apt hat beispielsweise einen Bau. Portage hat einen Graphen. Der Unterschied ist, bei einem Baum kann man keine Loops haben, weil ein Baum sich halt nach unten verzweigt. Bei einem Graphen kannst du prinzipiell auch eine Dependency, zyklische Dependency haben. Das passiert manchmal, wenn man ein Paket bauen will, was ein anderes Paket braucht, um gebaut zu werden. Beispielsweise, mir fällt gerade nichts ein, aber wenn man einen C-Compiler braucht, um ein Paket zu bauen, und dieser C-Compiler irgendwie dieses Paket braucht, dann geht das nicht. Meistens sagt einem die Paketverwaltung auch, was sinnvoll ist, was man dann zuerst installieren soll, was man deinstallieren soll, temporär. Aber diese Schwierigkeiten hat man dann manchmal. Ja. Also der Klassiker sind nur Compiler selber. Die meisten Compiler brauchen einen Compiler oder sind in ihrer eigenen Sprache geschrieben und kompilieren sich phasenweise selbst. Ja, das ist unter Debian halt ein Problem, weil man im Grunde erst, wenn man das ins Archiv bringen will, minimales Set als binär direkt hochladen muss, damit man es binär hat und mit dem Compiler kann man dann wieder verwenden. Okay, das ist ein super Beispiel. Danke. Okay. Ja, das will ich jetzt nicht direkt sagen. Man kann Pakete einfach in so eine Datei reinschreiben, dann kann man, also es ist quasi Tagging von Paketen. Man kann sagen, ich will jetzt für Android-Entwicklung so ein Set an Programmen haben und dann die Möglichkeit haben zu sagen, deinstalliere mir mal dieses Set. Und dann kann man das einfach in so eine Datei packen und dann wird eine Menge an Paketen deinstalliert oder geupdatet oder so. Es gibt Profile, Profile sind von Haus aus mitgebrachte, also Maintain mitgebrachte Zusammenschlüsse von UseFlags, von Masks. Masks sind Nutzer ein inschriftliches Paket, ist ein Keywords, egal. Also ein Set an Einstellungen für ein bestimmtes Setup. Es gibt verschiedene Setups, es gibt ein KDE auf SystemD, es gibt KDE auf dem Standard-Innensystem OpenRC und so weiter. Ja, die Demo hat. So, OpenRC. OpenRC ist, okay, es gab mal SysYInit. SysYInit hatte so Schwierigkeiten, das ist das waren so Shell-Skripte, die wurden nacheinander gestartet. Man konnte diese Skripte nicht parallel laufen lassen, das hat SysYInit nicht gemacht. Dann haben sich Leute dran gesetzt und haben verschiedene neue Init-Systeme geschrieben. Eins davon war SystemD, es gab noch Upstart, wahrscheinlich gab es noch andere. Und Gentoo hat sich für OpenRC entschieden. OpenRC sind auch Shell-Skripte, die werden aber in der Sandbox ausgeführt und haben verschiedene Variablen
Recipe, es ist so ein Set an Blöcken, die man braucht, um so ein System zu bauen. Ja. Und dann schauen wir uns das mal an. So, es gibt so ein Verzeichnis, etc.init.d. Das war auch bei SS2Init so das Verzeichnis, wo die Skripte drin waren. Ich mache jetzt einfach irgendwas an, auf. Und das ist jetzt halt so ein Erwarten. Da werden verschiedene Shell-Funktionen definiert, die dann ausgeführt werden. Da es Shell-Funktionen sind, kann man prinzipiell auch so Dinge machen, wie den Befehl reinschreiben. Starte mir mal das andere Init-Skript neu. Das habe ich mal gemacht, das ist dann irgendwann kaputt gegangen. Ja, aber an sich, es gibt halt... Es sind Shell-Skripte, die stark vereinfacht wurden. So. Es gibt ein Verzeichnis mit Einstellungen, wo Variablen definiert werden. Also so Einstellungen für Init-Skripte, man will ja nicht mal Init-Skripte direkt anpassen, also man möchte vielleicht nur eine Option ändern. Und das kann man in diesem Verzeichnis etc.conf.d machen. Okay, dann... jetzt kommen wir im Prinzip schon zum Schluss. So, meine Erfahrungen damit waren, es ist nicht so, also es ist relativ stabil, wenn man die Stable-Version nutzt. Man kann auch Testing nutzen. Ich nutze so eine Mischung, ich mache relativ viele Testing-Pakete, aber der Großteil von meinem Kram ist immer noch Stable. Wenn man die Standard-Software so nutzt, die so die meisten Leute nutzen, dann hat man kein Problem, dann kompilieren auch alle Pakete. Als ich halt vor diesem einen Jahr versucht habe, ein abstruses Setup zu machen, haben Dinge manchmal nicht kompiliert, weil Maintainer einfach vergessen haben, der Abhängigkeiten einzutragen. Das passiert halt mal. Das hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Hat man ein bisschen gesucht und dann einfach zuerst das Paket installiert, was man gebraucht hat. Ich habe das jetzt auf meinem Laptop. Da finde ich das ganz okay. Da lernt man auch super viel über so ein Linux-System. Über Kernel-Kompilierung, was so alles kaputt gehen kann. Auf so einem Server würde ich das wahrscheinlich nicht empfehlen. Ich habe gehört, dass es schon einige Leute gibt, die das nutzen, einfach deshalb, weil man sich ein Minimalsystem bauen kann, wo man tatsächlich auch mehr oder weniger weiß, was da funktioniert. Ja. Ich habe das auf so einem Media-Server drauf laufen und ich habe letztens nach 2 Monaten ein Update gemacht. Und dann ist die Maschine halt nicht mehr hochgefahren. Dann musste ich da halt einen Bildschirm anschließen und so weiter und mal schauen. Das war genau das, wo ich diesen Hack gemacht hatte mit in einem Init-Skript den Befehl reinschreiben, starten wir das andere Init.